Die freuen sich bestimmt. Hallo, wir sind die neuen Nachbarn von oben. Wir wollten uns einfach mal vorstellen. Das ist ja lieb. Kommt doch rein. Wir wollten eigentlich gar nicht stören. Das ist ja süß. Kommt doch rein, ihr stört überhaupt nicht. Mhm. Schatz, ist das nicht lieb? Das sind unsere neuen Nachbarn von oben. Scratchy tot, Friede nach langer Krankheit. Das ist ja eine nette Überraschung. Setzt euch doch. Ach, Dankeschön. Wie Milch und Honig seid ihr zusammen. Ach so, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Also ich heiße Natalie und das ist mein Mann Jörg. Zucker, ihr beiden. Zucker. Ja, das ist meine Frau Renate und ich bin der Gotthilf. Dabei glaubt er an gar nichts. Schatz, du hast unseren Gästen noch gar nichts zu trinken angeboten. Machen Sie sich wegen uns bloß keine Umstände. Also Umstände kann ich mir schon mal gar nicht mehr machen seit meiner Sterilisation vor 3 Jahren. Und außerdem bestehe ich darauf, dass wir uns duzen. Was wollt ihr denn trinken? Oh, für mich ein Scotch. Ohne Eis, mit einem kleinen Schlückchen stillem Wasser. Ja, aber diesmal nur ein ganz kleines Schlückchen. Hm. Jawohl, Herr Kapitän. Und was möchtet ihr? Für mich bitte ein Glas Wasser. Wasser haben wir nicht. Mhm. Ein Scherz. Muss ich mir merken. Aber kann ich dir was helfen, Renate? Oh, das wäre ganz lieb von dir, Natalie. Champagner. Du trinkst doch ein Gläschen mit? Oh ja, gerne. Schön habt das hier. Ihr mögt Asien? Ich hasse Asien. Aber warum dann überall? Das war Sandra. Wer? Ich meine Renate. Ja, Renate. Also Sandra ist ihr Kosename. Die hatte mal so einen Rappel. Da hat sie den ganzen Kram gekauft. Was machst du so beruflich? Ach, mal diesmal das. Und du? Ich bin Sekretärin. Was sie ja nicht so spannend kann. Na, stimmt schon. Schon ein bisschen langweilig.
Aber ich wollte jetzt mir auch einen neuen Job suchen. Am liebsten würde ich irgendwas mit Events machen. Finde ich irre spannend. Gut, ist jetzt nicht so leicht da reinzukommen, das ist klar. Aber ich sage immer, wenn man was wirklich will, ja, Arbeit ist jetzt auch nicht alles, ja? Wir wollen ja schließlich auch mal bald Kinder kriegen. Gott. Sag mal, würdest du dir was ausmachen, mich mal da hinten am Rücken zu kratzen? Ich komme da einfach nicht ran. Was? Nimm noch den Stift hier. Oh, nee, das bringt's nicht, nee. Ich brauch so ein menschliches Kratzen. Also. Hast du etwa Angst vor mir? Was? Tut mir leid. Was? Na, wegen deiner. Wegen meiner was? Wegen deiner Sterilisation. Was? Es heißt Sterilisation. Ach ja. Kein einfaches Wort, aber dafür ein super einfacher Eingriff. Tiefer. Noch ein bisschen tiefer. Ja. Ja. Das hat ihn gejuckt. Ein Mann ist wirklich geschickt mit seinen Händen. Aha. Aber nicht nur mit denen. Sehr komisch, Nathalie. Na komm schon. Mach dich locker. Champagner. Auch nicht verkehrt. Auf eine gute Nachbarschaft. Auf eine gute Nachbarschaft. Oh, das war ein ganz schöner Zug drauf. Alles eine Frage der Übung. Tja, es wird ja auch wieder Zeit, ne? Das kommt gar nicht in Frage. Ja, jetzt trinken wir erstmal noch ein Schlückchen. Renate, mach doch mal ein bisschen Musik an, hm? Ein bisschen Stimmung in die Bude kommt! Sag mal, sind das echt die Tagebücher von Kurt Cobain? Keine Ahnung. Ich war früher mal ein ganz großer Nirvana-Fan. Den Mittagsbuch schenke ich dir. Echt? Ey, das ist so nett. Schau mal, Jörg. Ja, toll. Also, falls ich mir mal mein Hirn mit einer Schrotflinte rausblasen sollte, fände ich es gut, wenn du meine Tagebücher nicht veröffentlichen würdest. Du schreibst doch gar kein Tagebuch. Scherz. Haha. Ja, gibst du mir mal bitte das Feuer, ne? Das ist ja eine schöne Uhr. Die ist ja wunderschön. Ja, das ist sie. Kannst du mal sehen? Oh, bitte. Oh, guck mal, oh Gott. Ist sie nicht wunderschön? Sieht doch super aus, oder? Lass mir die mal. Ob du
minimal leist. Also, eigentlich, nein. Tja, Scheiße, Nathalie, es ist immer noch meine Uhr. Wie bitte? Ist doch wahr. Okay, 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 meinetwegen. Ich leise dir. Bis morgen. Dankeschön. Das ist wirklich ein wunderschöner Ohr. So, und jetzt trinken wir erstmal alle noch ein Schlückchen, ne? Auf euch. Sag mal, was haltet ihr beiden eigentlich von Partnerschaft? Also jetzt reicht's. Wir gehen, Nathalie. Jetzt wart doch mal, Jörg. Was gibt's denn hier noch zu warten? Oder... Das ist doch nicht dein Ernst, Nathalie. Das hat er doch nicht ernst gemeint. Ach so. Oh, das kommt jetzt ein bisschen spontan. Nichts für ungut, aber wir müssen jetzt echt los. Aber es war sehr nett, euch kennengelernt zu haben. Aber bleibt doch noch ein bisschen. Auf keinen Fall, mir reicht's. Man wird ja wohl noch mal fragen dürfen. Komm bald mal wieder, ja? Lass uns einfach was Neues ausprobieren. Euer Leben ist echt schön.